Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von IT-Tweak. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie den Schnellzugriff in der Ordneransicht benutzen können und diesen für sich anpassen können. Wenn Sie den Schnellzugriff gar nicht benutzen möchten, können Sie diesen dementsprechend hier einfach ausblenden oder mit der rechten Maustaste einzelne Elemente entfernen, wenn Sie von Schnellzugriff lösen wählen. Wenn Sie die ganzen Standardordner hier nicht benutzen möchten, dann einfach alle hier rauslöschen und diese dann einfach durch beliebige eigene Ordner ersetzen. Einfach auf den Ordner draufklicken, an Schnellzugriff anheften und so lassen sich relativ schnell die einzelnen Ordner hier an den Schnellzugriff heften und sind überall sofort verfügbar. Das erleichtert das Arbeiten mit Ordnern ungemein. Wenn man immer wieder dieselben Ordner benötigt, kann man sich diese einfach hier in den Schnellzugriff reinlegen. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn Ihnen die Anleitung gefallen oder geholfen hat, dann einmal den Daumen nach oben anklicken. Sie können IT-Tweak auch unterstützen, indem Sie den Kanal hier einfach abonnieren. Suchen Sie auch gerne die Internetseite ittweak.de, dort finden Sie weitere Anleitungen aus dem gesamten IT-Bereich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.